Herzog de Mont hat Prestigeträchtig gebaut, auf der ganzen Welt gebaut. Was ist speziell am Messeneubau? Das Spezielle am Gebäude ist immer, dass es an einem konkreten Ort ist. Und hier in Basel so ein grosses Gebäude machen, ist das Spezielle und ist auch die spezielle Herausforderung für uns als Architekten. Was ist denn die grösste Herausforderung gewesen, wenn man es eingebettet sieht im Stadtbild von Basel? Es ist natürlich sehr gross und es überbaut einen Platz, wo natürlich immer zunächst einmal von den Menschen so wahrgenommen wird, dass man ihnen etwas wegnimmt. Das heisst, man muss es schon so machen, dass es dann, wenn es fertig ist, die Leute auch überzeugt und zeigt, es ist nicht nur einfach irgendein Egoismus von einem Bauherr, sondern es ist etwas für die Allgemeinheit, das für alle Menschen auch einen Vorteil bringt. Jetzt ist die Architektur sehr speziell, die Fassade. Man sieht das auch jetzt schon, wenn man durch Basel durchläuft, das Loch auch innen drin. Können Sie vielleicht hier etwas dazu sagen, warum man gerade jetzt die Öffnung auch gemacht hat? Also man kann das Ganze nur als Ganzes, also in einem Zusammenhang wahrnehmen. Wieso die Fassade, wieso die Öffnung und so weiter. Wie gesagt, es ist ein sehr grosses Volumen und es ist städtebauliche eine totale Veränderung. Das heisst, was ist eine Messehalle? Eine Messehalle ist im Grunde genommen eine relativ banale, eher langweilige Kiste, überall auf der Welt. Und da ist es darum gegangen, dass man nicht so etwas gerade hier anstellt. Das heisst, eine Idee war, dass die Halle als unabhängige Körper zueinander wahrgenommen werden. Das heisst, nicht einfach vertikal gestapelt, sondern miteinander verdreht. Und dass die Öffnung, das Loch ist eigentlich wie ein Gelenk, wo die Hallen sich verdrehen. Das heisst, es ist wirklich in dem Sinn auch eine Schlüsselstelle im ganzen Projekt. Es ist nicht nur ein Dekor, sondern es hat wirklich eine plastische Funktion. Und es hat die Funktion, dass durch Licht auf den neuen Raum fallen soll. Gleichzeitig drückt es eben das Gelenk aus, das die Halle zueinander verschiebt. Die Verschiebung wiederum generiert in der Höhe, in der Vertikale, eine Gliederung. Es ist nicht einfach eine gerade Linie drauf, sondern es hat Stufen, es hat Absätze, fast wie bei einem Berg. Das heisst, das menschliche Auge nimmt das wahr als Horizont, das sich zueinander verschiebt. Es gibt Plastizität, es gibt ein Reichtum, eine Abwechslung drin. Das Komplizierte und das Spannende an Architektur ist, dass die Sachen alle ineinander greifen. Basel als Ihre Heimatstadt, wenn wir so ein bisschen in Zukunft schauen, in den nächsten 20 bis 50 Jahren, wo sehen Sie hier Basel architektonisch? Das weiss niemand, in 30 bis 50 Jahren. Aber im Moment bewegt sich viel in der Stadt. Und wenn sich viel bewegt, gibt es natürlich auch viel Widerstand. Und ich hoffe, dass es gelingt, die Widerstände so zu leiten, dass am Schluss für alle positive Transformation von der Stadt möglich ist, weil eine Stadt muss sich verändern, tut sich verändern und Basel tut sich sehr stark verändern im Moment. Überhaupt die Schweiz ist in Bewegung und ich hoffe, dass Basel ein Modell ist für eine gute Verdichtung, weil es wird höhere Gebäude geben, es wird auch mehr Grünräume geben, es wird näher zum Fluss gebaut, es wird Ich denke, dass es wichtig ist, dass das gelingt, modellhaft zu machen, weil dann ist es wie ein Modell auch für die Schweiz, weil die Schweiz insgesamt wird sich müssen verdichten. Man kann nicht einfach endlos in die Landschaft rausbauen. Das heisst, man muss, wenn man will, das Bevölkerungswachstum und das wirtschaftliche Wachstum sinnvoll aufnehmen, muss man neue Modelle finden und die Messe und auch andere Projekte in Basel, wie jetzt der Rostum oder das Novartis-Hochhaus oder das Hochhaus von der Gross-Peter-Garage, sind Ausdruck von dieser Verdichtung. Und es wird ganz entscheidend sein, das gut zu machen, dass Menschen, die das benutzen, auch annehmen und sehen, dass das eine Veränderung ist, die ihren Alltag auch positiv beeinflusst.